Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch mal meine Einkaufsliste vorstellen, was ich in den Discounter so kaufe. Am 29., also am Dienstag, es ist ja bald soweit. Endlich, es geht los, Silvester ist zum Greifen nah. Ich möchte euch einfach mal zeigen, was ich mir so hole. Und vielleicht kann ich den einen oder anderen noch ein bisschen helfen oder beraten, was ich denn so gut finde oder sowas. Und vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen. Wir fangen jetzt auch gleich mal an. Und zwar ist die erste Station Lidl. Da hole ich mir einmal das Fire Fantasy. Mal zum Testen für 7,77. Ich hatte das noch nie. Dann einmal die Tiger and Dragon für 12,99. Die umgelabelte Gotcha. Hatte ich auch noch nie. Dann zweimal die Flashing Thunder, also wie die bei Lidl heißen, Flashbang. Für jeweils 2,99, also 5,98. Eine Alligator zum Testen, wie die dieses Jahr so ist. 3,99, zweimal eine Laser, dann einmal Kracher, zweimal Kracher Inferno, zweimal Leuchtspektakel, zehnmal kubische Kanonenschläge, eine Elysium mal zum Testen und eine Black Ice, weil die einfach nur geil ist. Dann landen wir bei Lidl, 80,55 €, das gebe ich bei Lidl aus. Dann kommen wir zu Aldi, eine Poison, eine Pegasus, dreimal Dynamitback, einmal die Komet Kubis, mal gucken wie die sind. Sind wahrscheinlich eh nur umgelabelte Cubic Thunder von Keller, aber mal sehen. Und einmal das Targa, dieses Jahr mal nicht das Highspeed Bombs von Lidl, sondern mal das Targa. Und da landen wir bei knapp 30 €. Dann gehe ich noch zu Netto mit dem Hund und da hole ich mir einmal das Woodstock Raketenset von Nico für 17,99 € und das war es dann auch schon. Dann gehe ich noch zur Feuerwerksvitrine zum Ladenverkauf. Einmal die Super Show 6 noch, einmal noch ein Blue Star von Diamond, einmal Future Warriors von Komet, ein Lampe Aladina. Da weiß ich nicht, was sie kostet. Da habe ich jetzt mal den Online-Preis genommen. Und dann gehe ich noch zu Edeka oder so und hole mir noch 2 Debeler Schinken und 2 Schinken Pyro Cracker. Beziehungsweise die Pyro Cracker schon bei der Vitrine. Deswegen der Pfeil da. Und dann lande ich ungefähr bei 170 € insgesamt. Ja, das ist meine Einkaufsliste. Und dann hole ich noch meine Röder-Feuerwerkbestellung ab und meine Tosch-Pyro-Bestellung. Davon wird es ein Unboxing geben. Eine Einkaufstour ist auch geplant. Ob die jetzt letztendlich so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, wird sich dann herausstellen. Ich gebe mir Mühe und versuche mein Bestes. Aber wenn die Aufnahmen zu schlecht sind, dann werde ich euch das lieber nicht antun. Und ja, auf jeden Fall kommen Unboxing von der Röder-Bestellung und von der Tosch-Pyro-Bestellung. Das wird auf jeden Fall kommen. Mal gucken, ob ich es noch vor Silvester schaffe, die hochzuladen. Ich gebe mein Bestes, weil ich bin auch noch bei der Feuerwerksvitrine beim Ladenverkauf tätig am 30. Und am 31. ist ja schon Silvester. Ja, Vorfreude ist bei mir schon so gut wie am Limit. Kann es gar nicht mehr abwarten und ist ja schon zum Glück bald soweit. Ja, ich hoffe, euch hat das kleine Video hier gefallen. War jetzt eher so ein Laber-Video. Und ich würde einfach sagen, bis zum nächsten Video. Ciao.